Hallo Leute, hier ist Arndt von Kästigate. Ihr seid hier wie jeden zweiten Donnerstag bei What's Metal. Ja, erste Frage, lässt sich nicht umgehen. Ein bisschen Bandgeschichte. Ja, Bandgeschichte. Ja, folgendermaßen, vor 10 Jahren habe ich die Band gegründet, Kästigate, mit ein paar Kollegen zusammen. Also wie man das halt so macht. Ne? Man will irgendwie Musik machen, weiß nicht wie, holt sich Klamotten und fängt dann irgendwie an. Und das war, wie gesagt, vor 10 Jahren. Und ich bin der Letzte, der davon übergeblieben ist, also auch der Gründer. Und über die 10 Jahre waren bestimmt 15 Leute in der Band, die ich dann alle gekickt habe nach und nach, weil die so nicht den Einsatz gezeigt haben. Und so wie die Formation jetzt ist, so spielen wir seit über 3 Jahren zusammen und es ist die beste Besetzung, die ich jemals hatte. Muss ich einfach mal so sagen, weil es läuft. Wir sind 3 Kumpels, was schon mal das Wichtigste ist, finde ich. Wir hören denselben Sound und wir haben Bock, zusammen Musik zu machen. Und ich denke, das hört man auch auf der Scheibe jetzt, die raus ist von uns. Ja, kommen wir mal zu eurem Demo oder euren Demos. Ich weiß nicht, wie viel ihr veröffentlicht habt. Ich kenne nur das Evocate the Dark Demo. Was gibt es dazu zu erzählen? Wie viele Dinge habt ihr davon verkauft? Also, wir haben einiges verkauft, aber deshalb, weil der Götz Kühnemund so eine coole Kritik über uns geschrieben hatte, da in der Rockhard. Und daraufhin haben wir über hunderte Zuschriften bekommen, die das Demo haben wollten. Also wir haben insgesamt so 800 Stück davon verkauft. So, aber über einen Zeitraum von 2-3 Jahren. Ihr habt jetzt Plattenvertrag mit Impact Records. Und ich weiß nicht, ob ihr die Platte vorher selber aufgenommen hattet, vor dem Deal. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen was dazu. Ja, es war so, wir sind im Februar letzten Jahres nach Beuren gegangen. Das ist bei Stuttgart. Zum Roman Schönsehen Studio, das ist der Ex-Bassist von Pyogenesis, den habe ich kennengelernt und der hat ein Studio, wie gesagt, und dann haben wir gesagt, wir gehen da jetzt mal hin und nehmen eine Scheibe auf. Wir haben den direkt für 10 Tage gebucht, also wir waren 10 Tage irgendwo im Süden Deutschlands und haben die Scheibe aufgenommen, ohne Kontakt nach außen, weil da kennen wir ja keinen, also sonst kommen ja immer die Kollegen mal vorbei oder so, wie das halt so ist, ist ja auch cool, aber da konnten wir uns dann 10 Tage lang wirklich drauf konzentrieren. Weil wir gesagt haben, wir nehmen jetzt mal was auf, was CD-reif ist, weil wenn uns keine Plattenfirma genommen hätte, dann hätten wir es selber rausgebracht auf CD. Also wir haben uns gedacht, jetzt versuchen wir mal richtig eine gute Produktion zu machen und die Lieder waren auch ausgefeilt oder sind ausgefeilt, haben uns auch sehr viel Zeit beigelassen. Der Thorsten hat da sehr viel neuen Schwung reingebracht, unser neuer Schlagzeuger, weil der ist eine Maschine, muss ich mal hier so sagen. Ja, man muss ihn mal live sehen, also auf der Scheibe kommt es lang nicht so rüber, wie gut er live ist halt. Mal ein bisschen Promo für meinen Schlagzeuger zu machen. Und ja, dann haben wir das aufgenommen und da haben wir dann CDs von gebrannt, von den Aufnahmen und haben die halt den Plattenfirmen geschickt. So mit Info und Foto, was man halt so macht. Ne? Und ja, innerhalb von 4 Monaten dann, nach 4 Monaten haben sich ein paar Plattenfirmen gemeldet. Und dann haben wir aber ausgecheckt, welche so die beste ist und da sind wir dann im Endeffekt bei Impact Records gelandet, also System Shock. Und sind sehr zufrieden damit und sind glücklich, stolz, wie man, also ich sag's mal so, ein Traum ist für uns in Erfüllung gegangen, also für mich auch persönlich, weil ich wollte immer schon mal eine Scheibe rausbringen und ich weiß auch, wie schwer das ist. Es gibt in Deutschland mindestens noch 1000 Bands, die super sind, aber auch noch keinen Plattendeal haben. Also ich kenne im Underground Bands, da sage ich nur eins, ey, Hut ab. Ne? Also ich will ja jetzt keine nennen, naja, vergesse ich noch welche, aber es gibt wirklich super Bands. Und dass das halt so geklappt ist mit dem Plattendeal ist schon das Allergrößte. Also wir haben auch einen guten Vertrag, also ist kein Abrip-Vertrag. Da haben wir uns schon kundig gemacht. Wir sind mehr als zufrieden. Die Scheibe ist draußen, was jetzt passiert, da haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Und wir erwarten auch nichts mehr. Also nicht, dass wir jetzt sagen, jetzt starten wir durch oder weiß ich auch nicht, jetzt erobern wir Europa. Nee, weißt du, wir sagen, ey, locker bleiben, wir checken mal ab, weil. Mal gucken, was kommt. Wenn nichts passiert, ist auch okay. Ich weiß, dass viele Leute die Scheibe gut finden. Die haben mich auch angerufen, haben es mir gesagt oder ich habe es halt erfahren. Und das reicht mir dann auch schon. Das finde ich dann schon cool. Weil gerade Death Metal ist ja halt nicht so ein trendy Scheiß. Ne? Also ich habe immer schon Death Metal gemacht. Also ist nicht so, dass ich jetzt, solange ich in der Band bin, seit 10 Jahren, wollte nur Death Metal machen. Ich habe früher Cannibal Corpse und Decide und Morbid Angel und so alles gehört und habe nur gedacht, das ist so geil, das muss ich auch versuchen zu können. Und jetzt habe ich wirklich 10 Jahre gebraucht da und jetzt hat es geklappt. Wenn du so auf die Death-Metal-Szene zurückguckst, so sagen wir mal die letzten 10 Jahre,
Was denkst du, wie hat sich die so entwickelt? Was hat sich vor allem geändert? Die Death Metal-Szene war immer da, sie war bloß nicht immer gleich stark da. Also der Death Metal war nie tot. Es gab immer Bands, die Death Metal gespielt haben. Egal was jetzt Trend war, ob jetzt Power Metal, Speed Metal oder Black Metal war ja auch eine Zeit lang sehr dominant. Da haben immer noch Bands Death Metal gespielt. Und deswegen denke ich, dass die Death Metal-Szene nie tot war. Und sie ist jetzt, hat jetzt halt mal wieder einen Antrieb. Also ich sehe das eh wie eine Spirale. Eine Spirale? Wie ein Rad. Ich bin etwas stoned, es tut mir leid. Wie ein Rad, es kommt alles immer wieder. Jetzt ist auf einmal Power Metal wieder total angesagt. Ich meine, ist okay, was soll's, ne? Aber ich sag immer, wer durchgehalten hat, der gehört wirklich dazu. Okay, nochmal zur neuen Platte. Die Songs Dreamlands und I'm the Gate waren auch schon auf dem Demo. Und das sind jetzt die beiden letzten Songs der neuen Platte. Habt ihr die so als Bonus einfach hinten gehängt? Ja, wir wollten den Leuten einfach mal zeigen, wie sich die alten Sounds auch jetzt mit dem Thorsten anhören. Weil unser alter Schlagzeuger, der war zwar gut, aber nichts hier gegen unseren Thorsten. Ne? Ich meine, ich muss das jetzt nochmal rausheben. Wir wollten den Leuten, Thorsten vor allem wollte auch dann den Leuten zeigen, dass man mit dem Material, was wir vorher schon gemacht haben, dass es auch gut ist. Bloß, dass da der Kick noch fehlte. Und da haben wir dann gesagt, wir nehmen jetzt zwei Lieder vom Demo und packen es noch mit drauf, sodass wir nochmal zeigen können, die alten Lieder sind auch gut, bloß wir hatten keinen guten Schlagzeuger. Ja, Thorsten, kommen wir mal zu dir sofort. Wie bist du zum Schlagzeugspielen gekommen? Was hast du so für Vorbilder? Bist du eher so der Techniker oder der Haut drauf, Prügler? Tja, ich sag mal, ich versuche eigentlich beides miteinander zu verbinden. Darauf gekommen, ja, irgendwann mit 14 wollte ich unbedingt Schlagzeug spielen. Warum, weiß ich selber nicht. Ich wollte das unbedingt machen, habe dann mir das alles selbst beigebracht, indem ich dann zu Hause, wie das sich auch so lustig anhört, aber so war es nun mal, mir die Kochlöffel geholt habe aus Muttis Küche, mich dann hingesetzt habe und aufs Bett gespielt habe irgendwie, mit dem Fuß davor gehauen habe als Bass sozusagen. Und ja, dann habe ich irgendwie dann so Metallica und Slayer, was ich halt damals so gehört habe mit 15, 16 irgendwie, Anthrax ein bisschen, ich mir dann die Platten angehört und habe dann dazu versucht halt irgendwie den Rhythmus mitzuspielen auf dem Bett. Ja, und das habe ich dann irgendwie ein Jahr lang gemacht so und mit 16 habe ich dann mein erstes, zu meinem 16. Geburtstag habe ich dann mein erstes Schlagzeug gekriegt von meinen Eltern und da konnte ich sofort einen Rhythmus spielen, also ich konnte sofort so irgendwie den Grundrhythmus so ufta, ufta, so, ne, den konnte ich direkt spielen, ohne vorher dran gesessen zu haben. Und dann habe ich erstmal für mich ein bisschen selbst gespielt und dann habe ich direkt danach kurz, nachdem ich 3 Monate gespielt habe oder so, eine Band gefunden, wo ich dann gespielt habe. Da habe ich allerdings in Stuttgart gewohnt, ein Jahr. Da habe ich mit Like and Trophy gespielt, so hieß die Band damals, war meine allererste Band. Da haben wir so alles gemacht an Musik. Aber auch Metal halt, auch schnell. Ich wollte schon immer schnell spielen, weil langsam spielen ist mir irgendwie zu langweilig, da penne ich ein. Ja, dann kam ich danach, habe ich dann 5,5 Jahre bei Provocation gespielt, aus Mal auch oder aus Dorsten. Damit haben wir auch eine CD noch gemacht, ist aber hinterher nichts mehr draus geworden, weil die Leute sich irgendwie alle nicht mehr verstanden haben. Und dann habe ich halt, wie gesagt, die Kistegate-Stücke, das Demo, das Evocate the Dark Demo, habe ich selbst noch nicht eingespielt, das hat noch der andere Schlagzeuger eingespielt. Das habe ich dann auch gehört zu der Zeit und habe mir dann irgendwie so gedacht, ja, die Gitarrenparts sind da echt super, so, ne, man darauf alles spielen könnte, so, aber der Schlagzeuger spielt darauf zu wenig. Das war einfach nur so 0815 Grundrhythmus, fand ich. Und das fand ich irgendwie schade. Und dann, als dann halt Provocation auseinanderging, wollte ich halt unbedingt auch sofort eine neue Band haben und hatte dann auch sowieso schon, weil ich auch immer Death Metal gehört habe, auch Lust auf Death Metal. Mit Provocation haben wir mehr Grindcore gemacht, so. Da ging es eigentlich nur um Geschwindigkeit, sonst nichts. Und ich wollte jetzt halt aber auch ein bisschen Technik mit reinbringen. Und dann bin ich halt zu Kiste gegangen. Ich habe dann die Jungs gefragt, wie sieht's aus? Kann ich bei euch spielen? Und die haben dann sofort gesagt, klar, warum nicht? Ja, ja, bin ich. Der war gerade gekickt. Also, unser alter Schlagzeuger, der davor war, den hatten wir rausgeschmissen und waren auf Besuch nach einem neuen Schlagzeuger. Das war zum selben Zeitraum. Und zwar halt Zufall und, sag ich mal, Bestimmung. Ja, und dann bin ich halt da eingestiegen. Das war im November 95. Ja, und dann habe ich natürlich erstmal, weil das Demo jetzt auch gerade in dem Zeitraum rausgekommen war, habe ich dann erstmal das Demo natürlich gelernt, aber habe dann halt versucht, die Songs ein bisschen umzuändern noch. Nur ich konnte es natürlich nicht komplett verändern, weil das Demo gerade raus war, hat keiner mehr die Songs erkannt. Ich musste das schon irgendwie eigentlich so lassen, wie es ist, aber halt versucht, noch ein paar Sachen dran zu verändern, sodass es ein bisschen anders ist. Und jetzt auf der CD halt, wo diese beiden Songs drauf sind, ist zum Beispiel auch I Am The Gate ganz anders als auf dem Demo. Auf dem Demo ist halt, sag ich mal, langsam und hier haben wir das dann komplett schnell gespielt, fast durch, ne? Ja, und die neuen Songs, die danach kamen, da habe ich dann auch noch meinen Senf zugegeben und ich finde, das ist jetzt eine gute Mischung geworden. Also es ist eine super Musik, für mich auf jeden Fall die beste Musik. Ich spiele hier am liebsten und ich kann auch die ganze Zeit schnell spielen und dabei auch noch Technik bringen und das ist perfekt. Also was anderes brauche ich nicht. Und ich, wie gesagt, muss immer schnell spielen,
Langsam spielen ist, wie gesagt, langweilig. Ey. An der Stelle möchte ich auch nochmal ganz gerne die Jungs von IC grüßen, die übrigens auch einen sehr guten Schlagzeuger haben, die kommen aus Bremen. Sollten auf jeden Fall mal beachtet werden, ey. Das sind super Typen. Hast du mal was von Obscure Disaster gehört? Nee, sagt mir nix. Die haben auch einen wahnsinns Schlagzeuger. Der hat so ähnlich wie du angefangen, hat bloß auf seiner Couch rumgeschlagen. Also fast genau die gleiche Geschichte, deswegen. Ist auch ein ziemlicher Techniker eigentlich. Also wenn du mal irgendwie über die CD stolperst von denen, würde ich mal reinhören, das ist echt geil. Ja, kommen wir mal wieder zur neuen Platte zurück. Der Titel heißt, oder ist, Bring Me the Head of Jesus Christ. War auch schon auf euren T-Shirts zu lesen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Hat das eine längere Geschichte? Ja, das hat wohl eine längere Geschichte. Ich habe mich immer über manche Black-Metal-Bands geärgert, die wirklich nur permanent auf Jesus und auf die Christen halt, die reiten da ja nur rum und irgendwie was anderes kommt bei denen ja gar nicht vor. Und da habe ich gedacht, jetzt lasst dir mal was einfallen, wo wirklich auch was hinter ist. Nicht nur einfach so ein dummes Gewäsch halt, ne? Mit der Satan wird kommen und wir sind alles Kollegen oder so. Und da habe ich mir gedacht, Bring Me the Head of Jesus Christ. Früher war es ja üblich, wenn einer gesagt hat, pass auf, mach den Typen kalt, ey, bring mir nur den Kopf von denen, dann ist alles klar. Also als Beweis, dass der tot ist. Und ich meine auch mit Bring Me the Head of Jesus Christ, das auch mehr als Frage zu verstehen, so wie, ich möchte gerne einen Beweis haben, dass es den Typen gegeben hat. Was natürlich gar nicht möglich mehr ist, ne? Weil der Typ, wenn es den gegeben hat, oder ich weiß ja auch nicht, ist der ja schon Gulasch, ne? Also der ist ja nichts mehr sozusagen, da kannst du gar nichts mehr, weißt du, nix. Und ich wusste auch von vornherein, dass dieser Titel auch auf, dass das Diskussionsstoff geben wird. Und ich finde, es wird sich viel zu wenig über die Musik unterhalten als damals, finde ich. Weil diesmal, es geht wirklich nur noch ums, hast du das Plattencover gesehen? Oh, super viel Blut oder umgedrehte Kreuze oder ich weiß nicht was. Und früher wurden dann auch über die Texte und ne, da hat ja auch noch eine Bedeutung, finde ich. Ich finde, wenn man Texte macht, dann muss man auch dahinter stehen und sagen, ey, ich meine das so und so oder irgendwie die Leute auch ansprechen, finde ich. Und wird gar nicht mehr gemacht. Und Bring Me the Head of Jesus Christ, da haben mich schon alle nachgefragt, da haben wir gedacht, wir wären eine Black Metal Band oder ich weiß nicht, ne? Oder wir wären Satanisten. Das stimmt alles. Also ist schon ganz gut so. Ein bisschen, die Leute mal nachdenken, sich ein paar Gedanken machen. Ja, worüber handeln eure Texte? Über alles Mögliche. Über Splatterfilme, über Satanismus, über Freundschaft einer, History zum Beispiel, ne? Ist doch History, der zweite? Klar, History. Ich bin stoned, Entschuldigung. History über Freundschaft und sowas. Alles Mögliche. Down by the Crematory Woods steht ein Typ auf dem Berg und glotzt den Berg runter und da ist dann so ein Wald, wo dann halt so ein Crematory ist, wo die Leute verbrannt werden. Und finde ich, sieht ganz cool aus, weißt du, so in diesem The Crow-Stil, filmisch gesehen. Weil ich nebenbei auch noch filme, so Splatter-Sachen und so ein Käse, denke ich auch in solchen Dimensionen. Also, ich denke mal, einige werden es verstehen. Was sind da so deine Vorbilder, was so Filmereien betrifft? Filmereien, meine Vorbilder? Ja, Vorbilder ist schwierig. Ich finde, wenn man sich ein Vorbild nimmt und so sein will wie der, ist das immer schlecht. Ne? Also mein Vorbild, wer ist mein Vorbild? In Deutschland auf jeden Fall Harald Junke. Den habe ich auch gegrüßt auf der CD. Also Harald Junke ist der beste deutsche Entertainer, den wir im Moment haben. Wenn der stirbt, haben wir keinen Entertainer mehr hier, so wie den. Der Typ ist super, der singt, tanzt und macht alles selber. Ich meine, das ist ja auch so was, wie wir machen, bloß anders halt. Ne? Ist ja auch Show. Und den vergöttere ich. Ja, hätte ja sein können, dass du aus dem Splatter-Bereich irgendwelche Vorbilder hast oder sowas, was weiß ich, Fulci oder wie heißen die alle, ist nun gerade gestorben vielleicht. Aber leider muss ich sagen, ich kenne super viele Filme, aber leider habe ich nicht das Hintergrundwissen dazu. Ich kenne die Regisseure nicht und weiß nicht, ich weiß nur, wie der Film heißt und ab geht die Post. Leider nur, weil es da so wenig Informationen gibt. Also in Cinema oder so steht ja nicht drin, dass der und der Splatter-Streifen von dem und dem gemacht wurde. Machst du nicht auf den offenen Kanal mal irgendwie eine Metal-Sendung oder irgendwas in der Richtung? Da kannst du vielleicht auch ein paar Sätze zu ablassen. Ja, ich mache jeden dritten Donnerstag mal im offenen Kanal auch eine Sendung, die heißt DJ Barons Metal Power. Metal ist klar und voll auf für 12. Wir haben auch einen guten Sendeplatz um 18 Uhr donnerstags, wenn alle zum Einkaufen fahren und dann Radio 4 hören. Wir erreichen irgendwie so 400.000 Leute.
Und da gebe ich immer volle 12. Und ich mache sehr viel Underground-Sachen, deswegen ich spiele Demos eher als jetzt die Scheiben, die man kaufen kann, weil ich finde, den Underground muss man unterstützen. Das ist, also ohne Underground geht es gar nichts. Und ich finde, den Leuten sollte man da ein Forum geben und deswegen mache ich das. Ja, kommen wir nochmal wieder zur Platte zurück. Das Cover zeigt irgendwie so ein paar Menschen, die die Arme hochreißen. Viel mehr ist eigentlich nicht zu erkennen. Ja, das ist aus dem, hat die Plattenfirma mit uns zusammen gemacht, das Cover. Und wir wollten irgendwie auch nicht jetzt irgendwie, wie gesagt, wie der Arne schon sagte, da irgendwelche umgedrehten Kreuze oder massig Blut drauf. Wir wollten halt einfach irgendwie was anderes, was aber trotzdem auch irgendwie ganz gut aussieht. Und ja, ich muss sagen, ich war nur ganz kurz dabei, als wir das ausgesucht hatten und mit denen da zusammen gesessen haben, weil ich hatte zu der Zeit noch andere Sachen zu erledigen so. Und da fragst du dann besser mal den Arndt, weil der hat das hauptsächlich mit dem Björn dann zusammen gemacht. Ich war nur mal kurz da. Ja, wie er schon sagte, wir haben was Besonderes gesucht, weil mit dem Cover ist ja immer schwer. Ne? Du musst dich ja für eine Sache entscheiden und dann sitzt du da und denkst dir, was nimmst du denn jetzt? Ne? Nimmst du das oder das? Nee, das hat die eine Band schon und so. Und das ist ja auch wirklich schwierig, finde ich, wenn man da keinen hat, der gut zeichnen kann oder so. Und dann haben wir dann so Bücher durchgewälzt und so und dann war das mit den Typen da drin, die im Kreis stehen. Und das finde ich super, weil jeder kann für sich selber, was er meint, was das symbolisieren soll, da reindenken. Weißt du? Wir glorifizieren niemanden, sondern jeder kann sich sein, ob es Satan ist, ob es, ich weiß nicht, ist sein Hund ist, sich da reindenken, weißt du, und ist sehr aussagekräftig, finde ich. Eure Songs sind in der Regel recht kurz gehalten. Ist das eine Sache, auf die ihr Wert legt? Oder ergibt sich das so beim Songwriting? Da legen wir schon Wert drauf. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als ein Endloslied, was irgendwie über 6 Minuten geht, weil es ist wirklich schwierig, so lange Lieder zu machen und sie noch interessant zu halten. Also irgendwann wird es ja dann auch langweilig. Dann geht ein Gedudel und dann werden irgendwie Riffs stundenlang wiederholt. Also das ist kurz, so 3 Minuten gehen die ja auch durchgehend. Wir machen es kurz, knapp, aber dann dafür voll auf 12, finde ich. Was kann man demnächst an Live-Aktivitäten erwarten? Wie sieht euer Label das? Werdet ihr irgendeine größere Tour machen? Ja, leider bin ich derjenige, der das alles weiß, weil die beiden, der Björn und der Thorsten, machen eine Ausbildung und sind da den ganzen Tag am Malochen und ich bin Student der Sozialpädagogik in Dortmund. Und habe da mehr Zeit. Ich gehe dort einfach nicht zur Uni und kann mich halt um alles kümmern. Und daher bin ich derjenige, der irgendwie auch am meisten weiß. Bandaktivitäten. Ja, wir werden im März in Holland spielen, in Roermond mit Sinister zusammen. Aswix eventuell auch. Die haben sich ja wieder auch zusammengetan. In Roermond war das. Und im Mai soll eine große Tour kommen mit Master, Melvin Creation, Vader. Ja, soll halt eine Impact-Tour werden. Alle Bands, die auf Impact sind. Also Master, Mel Creation, Vader, habe ich noch mal vergessen. Die auch bei Zehmer Dynamit jetzt in der letzten Rockart waren. Genau, die. Und dann spielen wir die Ruhrgebiets-Gigs alle mit. Weil es auch eine zeitliche Sache leider. Wie gesagt, die beiden sind in der Ausbildung und die kriegen einfach keinen Urlaub. Weil diese Tour über 2 Monate gehen soll. Also ich würde sofort einsteigen und los geht's. Aber die Jungs können leider nicht. Ich meine, Ausbildung geht vor. Weil mit Musik kann man kein Geld verdienen. Dann ist das schon okay. Ja, der Auftritt heute, wie seid ihr daran gekommen? Habt ihr irgendwelche Kontakte hier zu Super Shock Resist Music oder wer hat das hier organisiert? Ich kenne die Jungs von Sundance, wir haben schon ein paar Mal mit den verrückten Typen zusammengespielt. Und der kleine Günther, wie hieß der? Klein Günther? Frank Zappi, der Bassist, der ist auch bei mir an der Uni in Dortmund und so hatten wir immer Kontakt. Und auch mit den anderen Jungs, den Schlagzeuger und den Sänger vor allem, den habe ich auch schon ein paar Mal getroffen. Und dann haben die angerufen und haben gesagt, ey, heute ist hier Konzert, wie sieht's aus? Wollt ihr nicht zocken? Also nicht heute, vor ein paar Wochen, ne? Ist Konzert, wie sieht's aus? Wollt ihr zocken? Ich so, ja klar, sicher. Ja, gibt aber keine Kohle. Haben wir gesagt, scheiß da drauf, Hauptsache zocken, weil wir wollen live spielen. Also es geht uns nicht um eine Kohle, das ist ja auch nicht so weit weg von uns. Das ist eine Stunde Autofahrt, also... Scheißegal, ob jetzt hier was bei rumkommt oder nicht. Weißt du, wir wollen einfach nur zocken, weil wir eine Liveband sind. Wir wollen live spielen, weil es gibt ja nichts Geileres, als live vor Publikum zu spielen. Ne? Ich meine, nur im Proberaum sitzen macht ja auch keinen Bock. Und deshalb
Deswegen haben wir sofort gesagt, klar, wir spielen hier. Und Profanity, da, die, von denen habe ich auch schon was gehört. Irgendwie, die haben Demo raus oder eine CD oder so. Eine CD, genau. Und die wollte ich sowieso schon mal kennenlernen, die Jungs. Und ich habe gedacht, ey, cool, da fahren wir da hin. Und mit Sudden Death spielen wir sowieso immer am liebsten zusammen. Wie sieht die Death-Metal-Szene im Pott momentan aus? Ja, was heißt die Death-Metal-Szene jetzt nur? Ja, ich sag mal so, jetzt in Mal, wo wir ja auch herkommen, da gibt es wohl jede Menge Bands, sag ich mal, aber irgendwie auch nicht viele. Also außer uns sind es, glaube ich, noch zwei oder drei, die noch Death-Metal machen. Ansonsten ist, wie gesagt, zig Bands, aber halt alle eine andere Musikrichtung. Jeder macht so sein eigenes Ding. Viele spielen auch Punk oder Hardcore, ne, sowas. Wie vielleicht Leg Wagon oder so. Oder halt richtigen Punk oder so. Ich sag mal, da ist alles vertreten. Also genug Bands gibt es auf jeden Fall in Mal. Das ist schon mal ganz klar. Ich meine, Ex-Eternal Dirge, die es ja auch nicht mehr gibt, kam ja auch aus Mal. Wie gesagt, Starseed kommt noch aus Mal. Oder aus Herten. Ist auch direkt nebenan. Ja, auf jeden Fall. Auch super Kollegen. Gute Leute. Also sind auf jeden Fall zig Bands da, die da Musik machen. Gut, wagen wir zum Abschluss nochmal einen kleinen Blick vielleicht in die Zukunft. Wie geht's weiter jetzt vom Songwriting her? Gibt es irgendwelche Veränderungen, Weiterentwicklungen, wie es viele Bands so sagen, in Richtung, was weiß ich, Entombed, Alternativ? Also Veränderungen wird es natürlich geben, weil ich denke, wenn eine Band sich nicht verändert, dann ist es ein Stillstand und es wird sich aber nicht gravierend verändert. Also wir verändern uns nicht gravierend jetzt so vom Songwriting oder so her, sondern wir wollen einfach nur noch technischer werden, so Dying Fetus Richtung Suffocation mäßig, weil das auch die Götter für uns sind, die beiden Bands. Und wir werden auf der nächsten Scheibe, Grütopsi, und wir werden einen Song vom Blümchen covern demnächst und auch auf die Scheibe bringen, weil der Björn und ich sind Blümchen-Fans und alles. Und wir werden mit DJ Mogwai zusammenarbeiten und Phil Fultner, wenn er die vielleicht kennt. Die kommen aus Mahl und aus Dorsten, die Jungs. Und wir nehmen dann so ein Techno-Death-Metal-Track auf, weil ich habe die Wulst bekommen. Die letzte, die rausgekommen ist, habt ihr die vielleicht auch gehört? So eine grüne ist das. Und als ich die gehört habe, habe ich gesagt, da ist das super. Ey. Also finde ich super geil. Aber man kann es noch besser machen. Und deswegen habe ich die Jungs angequatscht, den Phil Fultner und DJ Mogwai. Und sag, Jungs, wie sieht das aus? Und die haben da auch Lust drauf. Die Grünen jetzt sind selber noch ein Label und wir wollen mal versuchen, da noch ein oder zwei Stücke auf die nächste Scheibe auf jeden Fall noch mit drauf zu packen. Mal so zum Antesten für Leute. Ich denke mal, einigen wird es gefallen, einigen nicht, aber solange es uns gefällt, machen wir es drauf. Tourmäßig, wir werden dieses Jahr noch eine Menge Gigs spielen, denke ich. Wir sind auch alle aufgerufen, uns anzurufen. Wir spielen auch überall. Nee, weil wir halt gerne live spielen. Also, ne, wie gesagt, es kommt noch nicht auf die Kohle an. Hauptsache der Rahmen stimmt. Wir werden wir gehen auf Tour eventuell dann noch die Woche mit Melvin Creation und Master. Die Plattenfirma hat signalisiert, dass im Ausland es ziemlich gut läuft. Irgendwie, wir verkaufen mehr im Ausland als in Deutschland. Ja. Warte mal. Ey, da hat der Idiot den Stecker rausgezogen. Ey. Was unsere Hörer jetzt nicht sehen können, ist, dass wir im Stockdunkeln sind. Das Einzige, was wir sehen, ist ein wenig Zigarettenglut. Im Ausland verchecken wir ziemlich viele CDs, hat die Plattenfirma gesagt, was uns natürlich auch sehr freut. Und da werden sich natürlich auch noch eine Menge Gigs im Ausland demnächst anbieten, hoffe ich mal. Wäre natürlich super cool. Ich habe noch nie im Ausland gespielt. Haben wir schon mal im Ausland gespielt? Im Osten? Ja. Nein, die Ostszene ist super. Im Ausland noch ein paar Gigs mal. Und wie gesagt, Ende nächsten Jahres kommt die zweite Scheibe raus. Und dann schauen wir mal. Ende diesen Jahres. Ja, natürlich. Wir legen direkt 9 hinterher. Also wir wollen, ist das schon, ach, 9. Ja, wir wollen Ende dieses Jahres die zweite Scheibe hinterherlegen und dann gucken wir mal. Okay, jetzt noch zum Abschluss. Ja, wenn ihr nicht noch irgendwas loswerden wollt oder so, dann... Was? Wir wollen noch ein paar Bands grüßen, ne? Ja, wir grüßen Starseed, Dying Fetus, Suffocation, Satogua, Cryptopsy, er hat eigentlich schon alle gesagt, Cannibal Corpse, Decide, Morbid Angel, Heino grüße ich nicht, den grüße ich auch erst recht nicht, auch nicht, die wichtigsten sind, glaube ich, gesagt, ey.